Hallo Leute, wir sind wieder da und wir sehen jetzt halt gleich weiter. Oh nein, ob es Zeit ist, ich wollte noch gar nicht drücken, weil jetzt könnte es sein, dass wir die Dementoren schon sehen. Also nochmal. Insgesamt gibt es ja 2 Kämpfe und das wäre dann der letzte. Ja. Und dann haben wir das Spiel eigentlich schon wieder fast durchgespielt. Yay! Wir es zu retten. Sei vorsichtig, Harry. Dank der Kraft des Zeitumkehrers eilte Harry zum See. Er musste herausfinden, wer den Patronus-Zauber gesprochen und ihn so von den Dementoren gerettet hatte. War sein Vater gekommen, um ihm zu helfen? Hatte James Potter gezaubert und Harrys Leben gerettet? Doch dann verstand Harry. Er hatte nicht seinen Vater gesehen. Er hatte sich selbst gesehen. Expecto Patronum! Ja, und plötzlich kommen die alle nochmal her. Ich glaube, jetzt sind es mehr als vorher. Ja, sogar ziemlich höchstwahrscheinlich. Geschafft. Ich bin immer total stolz auf mich, weil ich das geschafft habe. Yay. Harry ist toll. Ja. Wir dürfen in den Schritt eines Einhorns reinschauen. Okay, Hirsch. Nicht. Du hast einen Patronus beschworen, der alle Dementoren vertrieben hat. Das ist sehr, sehr fortgeschrittene Magie. Ja, toll. Ich wusste, dass ich es diesmal schaffen würde, weil ich es schon getan hatte. Macht das Sinn? Harry, wir müssen Sirius vom Turm retten und zurück im Krankenflügel sein, bevor irgendjemand unser Fehlen bemerkt. Genau, gehen wir. Ja, schnell rein's. Ihr habt eh nur gerade irgendwie euer Leben gerettet. Schnell, geh! Wie kann ich euch jemals danken? Geh! Wir sehen uns wieder. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters, Harry. Wow, ein sehr deutscher, logischer Satz. Ja, die sollten auch irgendwie abhauen, ich meine. Scheiße. Oder wieder noch einmal gegen die Dementoren kämpfen? Ich denke eher nicht. Ja, wie wir gleich hören werden, kommen jetzt die Abschlussprüfungen. Das heißt, wir werden jetzt alle drei nochmal so eine ähnliche Aufgabe machen wie die ersten. Nur nicht mit 10 Schilden, sondern mit 5. Die Nachricht von Sirius Blacks Flucht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Schule. Niemand wusste, wie er das geschafft hatte. Harry, Ron und Hermine behielten ihr Wissen für sich. Außerdem war der Tag ihrer letzten Prüfungen und nicht jeder der Freunde war gut vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie du auch nur eine einzige Prüfung bestehen sollst, Ron. Du hast doch überhaupt nicht gelernt. Ich? Was ist mit dir? Du hast doch die ganze Zeit mit Seidenschnabels Verteidigung verbracht. Bitte, Ron, nicht so voreilig.
Ich habe natürlich den Zeitumkehrer zum Lernen benutzt. Ich möchte wie immer Bestnoten erhalten. Streber. Sie hat immer eine Antwort parat, was? Schlechte Nachrichten, Ron. Deine kapere Traktumprüfung ist zuerst dran. Wir müssen in Professor Lupins Klassenzimmer. Nehmen wir die Abkürzung über die Porträts in den dritten Stock oder die Treppen? Man merkt doch gleich, dass sich was verändert hat im Schloss, weil hier jetzt endlich Leute stehen und früher war der Raum komplett leer. Hast du von Sirius Black gehört? Abgehauen! Geflohen! Genauso wie der Hippogreif, den man im Turm eingesperrt hatte. Wer war das bloß? Ja, ich habe irgendwie nicht zugehört. Ich weiß jetzt nicht einmal, in welchen Stock wir müssen. Ich schätze jetzt... Wo müssen wir jetzt hin? VGDDK. Okay. Ich glaube, das war da. Ja. Oder? Na also, da wären wir. Fertig für die Abschlussprüfung, Ron? Sehe ich nicht ein wenig fiebrig aus? Netter Versuch, Ron. Harry und ich treffen dich danach deinen Prüfungen draußen im Hof. Tschüss. Nett, euch gekannt zu haben. Voll deprimiert. So schwer ist das gar nicht. Ron, bereit für deine Abschlussprüfung? Naja, eigentlich. Na los, beginnen wir. Die Prüfung finde ich total cool. Ich habe keine Ahnung warum. Auch weil es wieder sowas ist, was man nicht immer im Spiel sieht. Ich muss dich warnen, Ron. Diese Prüfung ist ziemlich schwierig und auch nicht ungefährlich. Gefährlich? Um die Bestnote zu erhalten, musst du alle 5 Aufgabenschilde sammeln. Auf geht's, Ron. Viel Glück. Ja. Ich will schnell schauen, wie viele Karten wir jetzt schon haben. 5. Ja, okay. Das sind die Bonuskarten. Das sind die Tierwesen. Die kann man finden. Und die kann man auch finden und kaufen. Das heißt, ich glaube, hier findet man gar keine Bildkarten. Aber ich weiß nicht. Ich will jetzt nichts feststellen. Das ist nur eine Vermutung, weil ich es wirklich nicht weiß. Ja. Hier der Anfang noch ziemlich einfach, noch keine Geheimnisse oder so, einfach nur weiter schwingen und mir tun die Ohren schon von den Kopfhörern weh. Das sind nämlich so arg große Kopfhörer und die sind auch schwer, deswegen höre ich mich auch irgendwie nicht selber. Aber naja, was ich nicht alles für meine Videos tue. Achso, man muss auf. Das ergibt jetzt alles plötzlich Sinn. Noch weiter rauf, ja. Nein, scheiße, ich hätte was dingsen sollen. Ist das jetzt da? Nein, da drüben wahrscheinlich. Und ich weiß völlig völlig umsonst den Kreis, wird man, ja. Ja. Capere Traktum. Nein, jetzt falle ich runter. Nein, doch nicht, okay. Huh. Ja. Ich hoffe jetzt echt, dass da jetzt das Schild ist. Ja, weil sonst hätte ich... Nein, da ist er nicht einmal was. Alter, ich warte immer umsonst. Das geht mir echt schon am... Ah. Darüber muss ich. Was? Also doch darüber. Habe ich es jetzt verpasst oder wie? Oh Gott, nein. Ich hüpfe runter. Ich hoffe jetzt da echt, dass ich wieder... Nein. Warum auch? Das wäre jetzt lustig gewesen, wenn das gegangen wäre. Nein, ja, okay, ich habe das irgendwie gerade auslassen. Das ist scheiße. Ja, super, wie kriege ich denn das jetzt wieder? Gespeichert habe ich ja noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt so oft stirb, bis ich tot bin, dann müsste ich es eigentlich kriegen. Aber das kann ich ja jetzt nicht machen, oder? Oder warte, jetzt bin ich ja wieder da. Ja, ich bin wieder da. Uhu, das heißt, ich kann das Schild wiederholen. Hoffe ich mal. Ich weiß es jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt wieder da bin, wo das Schild ist. Ja. Ja, ich bin wieder da. Das heißt, da müsste jetzt das Schild sein. Bitte. Ja!
natürlich, geht nicht. Ach, wieso sollte man auch irgendwie sozial zu mir sein? Mann. Schau schon auf meine Uhr. Wie lange haben wir noch? Haben wir ja eh noch Zeit. Und dann darüber. Also ja, bei dem Schild habe ich mich einfach nie so deppert angestellt. Ich habe einfach vergessen, dass es da ist. Ich hätte gedacht, dass es da drüben ist. Ah ja, das ist auch eine geile Sache da. Ja, ich finde die Capere Tractum Aufgabe von allen dreien am geilsten. Weil das eigentlich die einzige Aufgabe ist, wo man was erforschen kann. Bei der Draconiforce Lapiforce Aufgabe ist es eigentlich ziemlich fad, weil man eigentlich nur an einem bestimmten Fleck ist. Und beim Rest bei... Scheiße. Bei der Glacius Aufgabe rennt man zwar auch ein bisschen um und um, aber das ist alles so schnell, da hängt sich immer mein PC auf und... Ja, da zuckt dann immer alles und da kriege ich immer Kopf wieder von. Und ja, ich wirke ziemlich... Und ja, ich krieg ziemlich leicht Kopf, wenn es um solche Sachen geht. Deswegen ist Rummelplatz für mich eigentlich ein bisschen ein Problem. Bis vor kurzem hat mir noch nichts ausgemacht, aber ich weiß nicht, seit kurzem habe ich totale Probleme damit. Hm, wie komme ich denn darauf? Also noch einer. Ach Gott, war's das jetzt? Ja. Wie komme ich denn darauf? So, wie gesagt, der Ron kann am weitesten springen. Der schafft so eine Strecke mit Leichtigkeit und die Hermine, die wird er sofort abkratzen. Ja, meine Uhr hat schon wieder geläutet. Ich werde dann nur mal die paar Sachen einsammeln und dann werden wir wieder einen Cut machen. Na, noch was? Ja, okay, da tut er immer nur zwei oder so ausspucken. Sitz, sitz. Ja, dann machen wir hier mal einen Cut. 3 von 5 haben wir schon, also schon fast die Hälfte. Und ja, bis zum nächsten Part. Ciao!